Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vorab gehen mal wieder Grüße raus. Und zwar an Kaktus, Finrauer und Metriox HD Fan. Grüße gehen raus. Und heute will ich euch das Thema Produktplatzierungen mal ein bisschen näher bringen. Die meisten sollten eigentlich wissen, was Produktplatzierungen sind. Gibt zwei Arten von. Einmal die normale Produktplatzierung und die Dauerwerbesendung. Aber das werde ich euch gleich noch ein bisschen näher bringen. Dann werde ich euch noch ein paar Seiten zeigen, die solche Firmen vermitteln. Dann werde ich auf die einzelnen Seiten nochmal extra eingehen. Dann zeige ich euch noch zwei weitere Methoden. Und wenn man eine Firma anschreiben will, muss man das anhand einer wundervollen E-Mail tun. Und genau das werde ich euch in diesem Video auch zeigen, wie ihr diese Anfrage richtig verfasst. Also förmlich, höflich. Dann zeige ich euch noch, wie ihr die Anfrage richtig absendet. Dann kann ich euch schon mal vorab sagen, dass ihr mit einer Absage auch klarkommen müsst, falls es so ist. Wenn es aber so ist, dass ihr eine Zusage bekommt, dann habe ich auch noch ein paar Tipps für euch. So, die Definierung für Product Placements werde ich euch nochmal ganz kurz erzählen, obwohl es die meisten wahrscheinlich eh wissen werden, aber ich kann es euch einfach nochmal erzählen. Also man bewirbt ein bestimmtes Produkt und dann bekommt man von der Firma, weil ihr für dieses Produkt geworben habt, entweder eine Geld- oder eine Sachzuwendung. Ja, das ist die Definierung dafür. So, jetzt kommen die zwei Arten, und zwar die Dauerwerbesendung. Die Dauerwerbesendung solltet ihr besser nicht mit der richtigen Produktplatzierung verwechseln. Das sind nämlich eigentlich zwei unterschiedliche Schuhe. Eine Dauerwerbesendung bezieht sich nämlich komplett auf das zu werbende Produkt. Sagen wir jetzt mal, ihr bekommt eine Drohne gesponsert. Einfach jetzt als Beispiel. Und ihr macht darüber eine Dauerwerbesendung. Dann bezieht sich das Video nur auf diese Drohne. Das ist bei einer Produktplatzierung anders. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal wieder die Drohne. Das heißt also, wenn ihr eine Produktplatzierung habt, dann wird die Drohne, sage ich mal, nur in einem Teil des Videos gezeigt. Das heißt also, stellt euch vor, ich würde jetzt einen Vlog drehen, der was zu tun hat mit Mountainbiking, und einfach so in der Mitte des Videos oder am Ende des Videos oder sogar am Anfang kommt eine Szene mit der Drohne. Das wäre dann eine Produktplatzierung. Und das musste natürlich auch unterschiedlich gekennzeichnet werden, wenn es eine Produktplatzierung ist. Kleines P in der Ecke oder Produktplatzierung halt. Und bei einer Dauerwerbesendung halt Dauerwerbesendung. Kommen wir zu den Vermittlungsseiten. Da hätte ich einmal Reach Hero, Seeding Up und Amazon. Und ich würde sagen, den Switch war dafür jetzt mal auf den PC rüber und dann kann ich euch das mal ein bisschen zeigen. Los geht's. So Leute, wir sind jetzt auf der Seite Reach Hero. Ihr könnt ihn aussuchen, ich bin ein Unternehmer oder ich bin ein Influencer und ich bin ein Unternehmer. So, und ich erzähle euch jetzt nochmal ein bisschen was über Reach Hero. Und zwar kann man die richtige Funktion, also die richtige Product Placement Vermittlung, erst ab 1000 Abonnenten nutzen. Weil es würde sich einfach unter 1000 Abonnenten nicht wirklich lohnen, da jetzt so eine großen Produkte zu vergeben. Aber manche Features kann man schon ab 500 Abonnenten nutzen. Und dann gibt es noch ein Feature, da kann man mit anderen YouTubern kooperieren, kann die halt so anschreiben. Und das kann man ab 0 Abonnenten machen. Aber da ich Reach Hero selber noch nicht so nutzen kann, weil ich halt keine 1000 oder keine 500 Abonnenten habe, kann ich das auch leider nicht weiter zeigen. Und deswegen switchen wir jetzt so rüber zu Seeding Up, weil da bin ich nämlich angemeldet. So, das ist hier mein Dashboard. Hier hat man auch einen Preisrechner, da kann ich jetzt meinen YouTube-Link, jetzt kann ich hier meinen YouTube-Link einfügen und dann rechnet der mir einen Preis aus. Bei mir hat er so ausgerechnet pro Product Placement zwischen 60 und 80 Euro. Und das ist schon gut. So, hier gibt es zwei Punkte. Einmal Advertiser und Publisher. Für euch ist aber eigentlich nur Publisher wichtig, weil ihr seid ja natürlich die YouTuber. Es sei denn, ihr seid irgendeine Firma, die für ihr Produkt werben will, dann seid ihr natürlich Advertiser. Aber für uns ist jetzt erstmal Publisher wichtig. Und hier habe ich schon ein Angebot von mir reingestellt. Hier ist der Stand noch vom 3.11., das war vor zwei Tagen. 327 Abonnenten. Ja, mittlerweile habe ich 345. Ja, das geht okay zucki. Ich frage mich aber trotzdem, warum meine Anzeige noch geprüft wird. Die wird irgendwie schon seit 5 Tagen oder so geprüft. Ich habe keine Ahnung, warum. Komisch. Genau, dann meldet ihr euch hier einfach an, geht dann hier auf Publisher und könnt dann hier euer eigenes Angebot erstellen. Zum Beispiel wollt ihr jetzt, ihr habt einen Blog, dann könnt ihr hier einen Blogpost machen, geht hier auf das Plus. Oder Produkttest, Videopost, aber das ist halt alles Blogmarketing. So, dann ist hier was für die Printer unter euch, für die Zeitungen und Online-Medien. Digital News. Und das ist was für die YouTuber, also für mich und wahrscheinlich für noch ein paar andere, die das Video gerade gucken. Nämlich das Influencer-Video. Und da habe ich auch, wie man sieht, eine Anzeige halt aufgegeben. So, dann ist hier noch Netzreputation, keine Ahnung, was das alles sein soll. Und Social Seeding, Facebook, Google Plus und Twitter. Da kann man auch Product Placements machen. So viel zum Thema Seeding Up. Kommen wir zur letzten Seite, nämlich
Amazon. Und ja, ihr habt richtig gehört, Amazon ist auch eine gute Plattform, um sich Product Placements zu holen. Zum Beispiel sagen wir einfach mal, ihr wollt eine Tastatur haben. Gehen wir einfach mal ein. Gaming Tastatur. So, als Beispiel. So, welche nehmen wir mal? Nehmen wir mal die hier. Dann ist ja halt hier die Seite. Und jetzt fragt ihr euch, ja, aber wie bekomme ich denn jetzt ein Product Placement? So, die Tastatur ist wie gesagt ja nur ein Beispiel. Ihr könnt das mit jedem beliebigen Produkt machen, zum Beispiel mit Gaming Headset, eigentlich mit allem. So, dann geht ihr hier auf New from, ja, so. Geht ihr drauf, dann hier Klim Technologies Deutschland. So, klickt ihr drauf und dann kommt ihr hierher. So, hier könnt ihr nochmal alles nachgucken, wo die Firma herkommt und alles sowas. Und dann geht ihr hier Ask a Question, also Frage stellen. So, dann seid ihr hier und dann geht ihr hier drauf und Other Question. Ich weiß nicht, warum das gerade bei mir hier auf Englisch ist. Eigentlich müsste da dann stehen anderes Anliegen oder sonstige Frage. Ja, sonstige Frage steht da, glaube ich. Und dann hier Nachricht schreiben. So, ich habe mir hier immer schon so ein kleines Template vorbereitet, damit ich, wenn ich eine Anfrage mache, nicht alles in die Tasten klimpern muss, sondern brauche nur hier drauf gehen, kopieren, einfügen, fertig. Muss halt natürlich hier noch ein bisschen was ändern und da und da und da. Also ich mache das immer so. Zum Beispiel, wir schreiben jetzt hier diese Firma Klim an. So, dann schreibe ich hier hin, hallo liebes Klim-Team oder wie auch immer. Ihr könnt natürlich auch anders anfangen, ist jetzt ja nur ein Beispiel von mir. Ich heiße Lukas und betreibe seit 1,5 Jahren ein YouTube-Kanal, auf dem ich rund 7000 Aufrufe im Monat mache. So, dann ganz wichtig, immer so ein YouTube-Link, damit die sich das auch mal angucken können. Hier mein Vorschlag, sie schicken mir das folgende Produkt komplett kostenlos zu und im Gegenzug werde ich anhand eines YouTube-Videos für sie werben. So, dann kann man aber noch hinterschreiben, das habe ich jetzt vergessen. Und mein persönliches Feedback abgeben. So, das kann man dann auch noch dazu schreiben, wenn man möchte. Und dann steht hier drinne, schicken Sie mir das folgende Produkt. Also müsst ihr jetzt von dem Produkt, was ihr haben wollt, den Link hier einfügen. Das machen wir mal auch ganz schnell. So. Kopieren. Einfügen. So, dann habt ihr hier den Link drinne. So, wenn Interesse besteht, einfach per E-Mail melden. So, und das Ganze könnt ihr jetzt kopieren. So, und dann hier in diese Textbox einfügen. So, dann kann man nochmal kontrollieren, ob alles dabei ist. Hallo liebes Klim-Team, ich heiße Lukas und betreibe seit circa 1,5 Jahren einen YouTube-Kanal, auf dem ich rund 7000 Aufrufe im Monat mache. So, dann hier der YouTube-Link. Hier mein Vorschlag, Sie schicken mir das folgende Produkt komplett kostenlos zu und im Gegenzug werde ich anhand eines YouTube-Videos für Sie werben und mein persönliches Feedback abgeben. So, dann hier, wie gesagt, der Link von dem Produkt. Und dann noch, wenn Interesse besteht, einfach per E-Mail melden. MFG Lukas. So, und dann ist es fertig, dann könnt ihr das abschicken und dann ist alles perfekt. Ich könnte das jetzt eigentlich wirklich abschicken, weil ich hätte irgendwie schon mal Bock auf so ein Product Placement und vielleicht schicken die mir ein paar mehr zu für eine Verlosung, aber es wird niemals so kommen, also lasse ich das sein. So, das ist die Tastatur. Genau, jetzt wisst ihr schon mal soweit, wie man eine Anfrage verfasst. So, dann hatte ich ja schon mal gesagt, mit einer Absage klarkommen. Klar, es können nicht immer alle Testprodukte zur Verfügung haben, beziehungsweise manche haben auch schon ein paar YouTuber da, beziehungsweise manche brauchen auch einfach keine YouTuber mehr, weil sie schon welche haben für Produkttests. Und deswegen können auch ab und zu mal ein paar Absagen kommen. Das ist aber nicht so schlimm. Da würde ich dann aber nicht bösartig antworten, da würde ich dann ganz nett schreiben, okay, trotzdem vielen Dank und trotzdem nochmal liebe Grüße denn schreiben. Und natürlich auch höflich bleiben, weil ihr wollt ja keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Vielleicht melden sie sich ja irgendwann nochmal. Aber wenn ihr eine Zusage bekommt, das ist natürlich Voraussetzung, dass ihr der Firma eure Adresse schickt, damit sie wissen, wo sie es hinschicken müssen, das Produkt. Und es kann auch sein, dass ihr das retour schicken müsst, das Paket. Dass ihr das nach dem Test nicht behalten dürft, sondern dass ihr das zurückschicken müsst. Wenn ihr denn ein Video darüber macht, dann würde ich mir nicht meinen Mund verbieten lassen. Dann würde ich offen und ehrlich über das Produkt reden, wie ihr es findet. Und würde mir nicht irgendwas ausdenken, nur damit ich es schönreden kann, weil die Firma mir das ja umsonst zugeschickt hat. Wie gesagt, Mund nicht verbieten lassen, immer ehrlich und offen. Die Meinung zu dem Produkt sagen, damit die damit auch arbeiten können. Und das war mein Video über Produktplatzierungen. Wenn es euch soweit gefallen hat, ihr wisst Bescheid, einen Daumen hoch, abonnieren, kommentieren. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.